Hi Leute, zurück zu Pokémon Blattgrün. Wir erinnern uns, dass wir die Nugget-Brücke hinter uns gelassen haben. Anziehung gefunden. Und wir uns jetzt auf den Weg zu Bill machen. Natürlich nutzen wir die Gelegenheit und trainieren noch ein wenig. Ich habe allerdings jetzt mein Magic an erste Stufe gestellt. Weil wir ja Pflanze gegen Misty brauchen werden. Und wir werden auch versuchen, nebenbei die anderen Pokémon immer noch etwas zu tunen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es nötig haben werden. Der Abschnitt hier hinten ist gar nicht von schlechten Eltern. Magic. Anhieb. So sieht ein Kleinstein normalerweise aus. Und so kämpfen wir uns durch den Dschungel. Oh, nix. Ja, hier gibt es einige Stein-Pokémon-Trainer. Was auch ein Grund ist, dass Bisasam an erster Stelle steht. Schwupp, und schon ist es weg. Prima. Kugelsaat. Ich habe ein bisschen leiser gemacht, weil ich sonst Ohrenschmerzen krieg. Ihr dürftet aber trotzdem noch genug von der Musik mitbekommen. Jo, Wechsel. Dann probieren wir mal Sakura aus. Ein männliches, das ist super. Hehehe, Schambolzen. Darauf habe ich gesetzt. Mit Schläfern was nebenbei noch ein. Singen ein Schlaflied vor. Sakura könnten wir übrigens mit dem Mondstein weiterentwickeln. Von Pipi zu Pixie. Pixie? Jetzt muss ich überlegen, ob das richtig war. Was? Er hat mich angegriffen. Er ist aber eigentlich in mich verliebt. Das kommt leider auch vor. Fund. Ich glaub's ja nicht. Der schafft es tatsächlich trotz Verliebtheit. Oh, scheiße. Er hat mich fast erledigt. Ach, und er kriegt nicht mal ein Level up. Das ist ja eine Täuschung.
glaube, wir setzen einmal einen Trank ein. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Irgendwie hat die einen Silberblick, wa? Die guckt so komisch. Ja, zu MSN werden wir uns auch dennoch aufmachen. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Part noch dazu kommen. Kugelsaat. Blumen gießen. Ja, das ist ein Ding. Fleckmann hat uns noch gegossen. Nidoran, männlich. War vielleicht keine so gute Idee. Da Nidoran Doppelkick beherrscht und es auch einsetzt und mein Sakura mit Normalfähigkeit natürlich voll effektiv dagegen nicht ankommt. Aber macht ja nichts. Für den Fall der Fälle haben wir ja immer noch Lucy. Ich habe dieses Pokémon nicht umsonst in mein Team aufgenommen. Ja, Freunde, da haben wir es mal wieder geschafft. Oh, Magic erreicht sogar 20. Egelsamen sollten wir uns noch eine ganze Weile erhalten, bis wir ein paar effektivere Attacken haben. An dieser Stelle würden Caleb, Let's Play Markus oder auch Domi irgendwelche Insider-Informationen von sich geben, über die ich nicht verfüge. Auch wenn ich Lösungsbücher hätte zum Nachgucken, wäre mir das zu viel Arbeit. Also echt Respekt von denen. Was die da so von sich geben, da kann ich nur staunen. Dass sie sich sogar die Namen von Trainern merken können, also ich gucke da schon gar nicht mehr hin. Und die sind jünger als ich. Also ich meine, na gut, früher hat mich das vielleicht doch auch noch interessiert. Mit Details. Aber ich muss euch ja damit nicht langweilen.
Kleinstein, aha. Genau zwischen die Augen. Wo es hingehört. Gehirn zu Matsch. Ich glaube, die haben da eine Schwachstelle. Ein Hohlraum hinter den Augen, zwischen den Augen. Also dahinter. Und deswegen gehen die so schnell K.O., wenn man dahin trifft. Ja, noch ein Kleinstein. Die sehen alle nicht halb so gut aus wie meins. Ha. Ja, mich würde mal interessieren, was ihr bisher so von meinem Spiel haltet. Meine Trainingsmethoden und meine bisherigen Pokémon. Welche Pokémon hättet ihr genommen? Oder auf welche Pokémon würdet ihr warten? Um sie dann zu trainieren? Ich kombiniere mal ganz gerne. Am liebsten zwei Typen in einem Pokémon. Ach, wie er schon dasteht. Seht euch in euch ein. Und dann noch mit so einem widerlichen Ratzfratz. Ratzfratz. Oh, Rutenschlag ist ja putzig. Bedroher. Sowas gab es früher nicht. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Pokémon-Arten, sowas wie Schlange zum Beispiel, also mir fällt da als Schlangen-Pokémon eigentlich nur Fipitis ein und Rettern bzw. Arbok, die weiterentwickelte Form. Das sind so Schlangen-Pokémon. Aber Eidechse zum Beispiel, da fällt mir nur Kecleon ein. Oder gibt es da noch irgendwie eins, was ich vielleicht nicht mehr weiß? Man kann ja nicht den gesamten Pokédex im Kopf haben, wa? Das ist auch fast unmöglich bei dem jetzigen Stand. Kaum glaubt man, ach, mir fehlen bloß noch 3, 4 und dann habe ich meinen Pokédex voll. Kommt schon wieder eine neue Edition mit 109 Pokémon. Wo dann auch wieder welche dabei sind. Scheiße ist immer, wenn man denkt, man hat jetzt alle und dann Ende. So, ich würde sagen, ich mache erstmal Schluss für diesen Part. Wir sehen uns. Tschüssi, eure Tita Kenshi.